Hallo, wir sind wieder mal hier an der Wand und ja, der Joachim ist wieder mal vorbeigekommen. Wir haben jetzt hier vegan gegrillt zusammen und ja, also war ein schöner Abend. Jetzt geht's langsam gen Schlafen, aber wir dachten, Mensch, wenn wir wieder mal zueinander gefunden haben, dann werden wir auch ein kleines Interview. Und zwar habe ich nämlich 1000 Fragen eigentlich an Joachim, weil er weiß mit Sicherheit viel, viel mehr als ich und vor allem auch ein bisschen tiefsinniger. Er weiß sicherlich auch nicht alles, aber auf jeden Fall eine Meinung, von der wir alle lernen und auch uns vielleicht ein bisschen inspirieren lassen können, da vielleicht auch selber nochmal nachzuschauen. Und heute ist das Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich in meinem Bekanntenkreis sehr viele Menschen habe, die darunter leiden, sind Allergien. Und da ist für mich erstmal die generelle Frage, Joachim, weißt du eigentlich, wie Allergien überhaupt entstehen, oder hast du eine Idee davon, wie es sein könnte? Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was Allergien angeht. Ich weiß, Allergien kommen und dann hast du Hautausschlag und das ist scheiße, aber das war es dann schon bei mir. Ja, im Prinzip schon. Also ich weiß da auch nicht alles, aber ein paar Sachen weiß ich. Also das eine ist ja, dass es einen Auslöser gibt. Das können zum Beispiel die Pollen sein, wie bei Heuschnupfen, was man kennt. Aber es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Nahrungsmittelallergien. Zum Beispiel Glutenunverträglichkeit gehört dazu, die Laktoseintoleranz gehört dazu. Wobei es da eigentlich weniger die Laktose ist, also dieser Milchzucker, sondern da ist es mehr, also in den meisten Fällen ist es das Milcheiweiß eigentlich, weil meistens reagiert man auf körperfremde Eiweiße allergisch. Also immer irgendwie Stoff, auf dem du Dings machst. Und der Stoff kommt jetzt in den Körper oder an den Körper. Und warum löst das dann Flecken aus oder sonst was? Und bei einigen ja, bei einigen nicht. Ist das geklärt? Oder aus deiner Sicht hast du da... Da bin ich mir nicht sicher. Also ich nehme einfach mal ein Beispiel. Ich habe das Buch von der Julia Enders gelesen, Damit Charm. Kennst du das? Keine Ahnung. Also das war ein Bestseller, haben sehr viele Leute gelesen. Und das Interessanteste in dem Buch, finde ich, stand im Vorwort. Da hat sie nämlich darüber gesprochen, wie sie überhaupt auf den Darm gekommen ist. Und da erzählt sie zum Beispiel... Auf den Darm? Ja. Wir sind da reden jetzt über Allergien, was ist denn da Darm? Ja, das wirst du gleich sehen. Achso, Entschuldigung. Ja, den Faden werde ich dazu spinnen. Und zwar, ja, ich hole halt ein bisschen weit aus, aber das ist ein tolles Beispiel, finde ich. Und zwar hat sie eine sehr starke Allergie gehabt. Das ist ja ein Mädchen, ne? Frauen achten ja sehr viel auf ihr Äußeres. Und das war in ihrer Pubertät. Und da hatte sie ja halt eben auch eine allergische Reaktion halt im Gesicht gehabt und so weiter. Und dadurch hat sie angefangen, sich zu interessieren und ist drauf gekommen, dass es mit dem Darm zu tun hat. Hat dann ihren Darm saniert. Also mit der Darmflora hat es zu tun. Wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht kommt, dann, also es trifft meines Wissens, ja, also so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass praktisch die Darmflora immer der Auslöser ist. Das heißt, wenn die Darmflora in Ordnung ist, wobei natürlich die Ursache dafür, dass der Darm aus dem Gleichgewicht geraten ist, da gibt es natürlich mehrere. Aber im Ergebnis ist es so, Darmflora ist... Darmflora kaputt, für Allergien anfällig. Korrekt, so ist es. Und dann hat sie ihren Darm saniert und jetzt sieht man ja das Foto, was auf dem Buch drauf ist, ne, auf dem Cover, da sieht man sie. Genau. Ist ein junges, richtig hübsches Mädchen, ganz tolle, glatte Haut. Okay, und Darmsanierung, auch wenn man da jetzt ein bisschen vom Thema abkommt, das finde ich total interessant, Darmsanierung. Wenn ich den Darm saniere, das bedeutet, dass der Darm wieder seine natürliche Bakterien und so weiter, dass das wahrscheinlich wieder hergestellt wird. Das bedeutet der Darmsanierung. Genau. Okay, und dann hast du, wenn das so ist, das ist übrigens ein wunderbares Thema, Fasten und Darmsanierung, wo ich dich anderen mal, vielleicht schaffen wir das heute auch noch, aber machen. Aber wenn du das dann gemacht hast, dann ist die Theorie der Frau und auch deiner, dass du dann nicht mehr anfällig für Allergien bist. Korrekt. Ah, okay. Und also, wie ist das jetzt zum Beispiel, Allergien, was, da gibt es zum Beispiel diese Histaminintoleranz, das hat nichts mit Allergien zu tun, oder? Doch, das ist ja auch, das ist im Prinzip auch eine allergische Reaktion, weil man kennt das ja, wenn man eine Allergie hat und man... Ich habe keine Allergie, deswegen kenne ich es nicht. Und man besorgt sich ein Medikament dagegen, die nennen sich Antihistaminika und da steckt ja auch das Wort Histamin drin. Ah, okay. Die drücken halt, unterdrücken halt diese Histaminausschüttung, die dann die allergische Reaktion auslöst. Und das... Warte mal ganz kurz, dass ich mitdenken muss. Die unterdrücken die Histaminausschüttung. Warum wird die Histaminausschüttung unterdrückt? Was macht Histamin? Ja, das erzeugt halt eben diese verschiedenen Reaktionen. Da
weiß ich leider nicht hundertprozentig Bescheid, aber im Prinzip ist es das. Und wenn zum Beispiel jemand eine Histaminintoleranz hat, bei der Ernährung zum Beispiel, kommt relativ häufig vor. Ich meine, dass das mittlerweile bei über 10% der Bevölkerung liegt. Das ist ordentlich. Das heißt, und das Interessante ist, dass ja Ärzte meistens sich in der Ernährung nicht auskennen und deswegen auch diesen Zusammenhang nicht kennen. Mhm. Die übliche Reaktion ist, sie verschreiben Antihistaminikum, aber das ist ja nicht die Ursache. Ne? Das heißt, man ist dann immer gezwungen, Ewigkeiten das Antihistaminikum zu nehmen. Mhm. Und das Schlaue wäre natürlich, herauszufinden, warum ist der Darm aus dem Gleichgewicht. Und da kann man zum Beispiel einen großen Darmcheck machen lassen. Da werden dann so gewisse Marker abgeklopft. Also werden abgeklopft? Ja, also verschiedene Messungen gemacht. Also im Blut und auch im Stuhl. Achso, ja, ja. Okay. Gibt es so ein paar Stoffe, die analysiert werden, die dann zum Beispiel Auskunft geben, darüber hat jemand einen Leaky Gut, also diesen porösen Darm, der durchlässig ist. Bei Leuten, bei denen das der Fall ist, die sind dann sehr empfindlich, weil dann eben die Darmbarriere nicht funktioniert. Wie gesagt, der Darm ist ja durchlässig und wenn dann gewisse Stoffe durchkommen, reagiert der Körper mit einer Abwehrreaktion. Mhm. Ne? Und das ist dann eben diese Allergie zum Beispiel. Und ja, also Leaky Gut, dann kann man natürlich auch generell gucken, auf welchem Niveau ist das Histamin. Und kann doch so verschiedene andere Dinge testen, weil es gibt es gibt halt verschiedene Krankheiten, wo die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch ist, dass man eine Histamin- oder eine Salicylat zum Beispiel Intoleranz hat oder halt diese anderen Nahrungsmittelallergien. Und andererseits kann man aber auch umgekehrt schließen, das heißt, wenn jemand eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er dann auch gewisse Mineralien oder Vitamine im Mangel drin ist. Das heißt, wenn man die Therapie würde dann bestehen, dann, dass man eben diese Mängel aufhebt, indem man halt mit Nahrungsergänzung oder auch... Und diese Mängel beziehen sich jetzt auf den Darm? Die beziehen sich einfach auf die Mängel des Körpers, dass es ihm an gewissen Mineralien und Vitaminen fehlt. Und fehlt es ihm, also die Mineralstoffe werden aufgenommen und die können nicht verarbeitet werden oder fehlen die ihm einfach? Und das ist dann das... Also... Immer in Hinsicht auf die Allergie zu bekämpfen. Ja. Also es ist ja so. Die allergische Reaktion ist erst die Folge von irgendetwas. Ja. So, auch die Darmdysbiose, so nennt man das, dieses Ungleichgewicht nennt sich auch Dysbiose. Ne? Die ist auch erst die Folge von irgendetwas. Ja? Von diesem Mineralstoffmangel oder was? Genau. So, und jetzt kann man weiterfragen, woran liegt es denn, dass es an Mineralstoffen mangelt? Dann sind wir erstens bei der Ernährung. Ja? Das heißt, wenn man lange Mischkost sich ernährt und sich aus welchen Gründen auch immer einseitig ernährt oder weil man Stress hat, sobald man Stress hat, wird die Verdauung runtergefahren. Das hat den Nachteil, dass dann eventuell Bakterien, manche eben die Oberhand gewinnen. Ja. Und das ist dann meistens die ungünstige Darmflora. Und schon hat man das Ungleichgewicht. Wenn man das über längere Zeit aufrechterhält, kann das sein, dass man eben in dieses Ungleichgewicht kommt im Darm. Und deswegen gibt es viele Menschen, die dann im Alter erst, wenn Stress kommt, das allererste Mal in ihrem Leben eine Allergie haben oder dass sie sich verschlimmern, je nachdem. Okay, lass uns mal, dass ich einen roten Faden habe. Ja. Du hast, also der Ausgangspunkt könnte zum Beispiel sein, ich ernähre mich falsch. Dadurch habe ich einen Mineralstoffmangel und dadurch der Darm ist dann sagen nicht ausgewogen belastet oder sowas. Bakterien gewinnen die Oberhand, der Darm ist nicht gut, es bilden sich Allergien. Genau. Jetzt die Rückfrage, wenn ich jetzt eine Allergie habe, dann wie kriege ich das wieder gebacken? Weil wenn ich zum Beispiel bestimmte Ernährungssachen nicht vertrage, dann sind das doch bestimmt genau die, die mein Darm eben nicht mehr verarbeiten kann und deshalb die Allergien dann quasi da sind. Wie schaffe ich das dann wieder, den Körper daran zu gewöhnen, an dieses Lebensmittel? Also erstens mal, man muss sich dann natürlich beschränken auf die Lebensmittel, die vertragen werden. Das ist mal klar, ja. Und man will ja dann vielleicht auch dann doch wieder. Genau. Also, da muss man die Ursache suchen. Nach meiner Auffassung wäre die systematische Vorgehensweise, dass man den großen Darmcheck macht und guckt, erstens, wie schlimm es ist und auch was... Also da werden ja auch analysiert, welche Bakterien vorhanden sind. Weißt du, was so ein Darmcheck kostet? Ja, der große Darmcheck kostet 50 und der Florastatus 100 und der Florastatus kostet ungefähr 50. Aber also 150 Euro bist du komplett informiert? 100 Euro und vielleicht noch ein paar Blutwerte, so zwischen 5 und 10, weil... Dann würde ich dann auch gleich gucken, wie sieht es aus mit Eisen, wie sieht es aus mit Zink und so weiter. Also nicht nur, das ist ja klar,
wie gesagt, der Mangel ist die Ursache, ja, aber nicht die allererste, komme ich gleich noch dazu. Und aber dann weiß ich, wo ich die Mängel habe und kann mit Nahrungsergänzungsmitteln gezielt die Mängel auffüllen, einerseits, und ich kann dann auch gucken, wenn ich dann weiß, welche Bakterien im Übergewicht sind, und da gibt es zum Beispiel welche, die auch Histamine produzieren, ja, beziehungsweise die sich besonders vermehren, wenn man das entsprechende Nahrungsmittel dann vermehren die sich kurzzeitig, erzeugen viel Histamin und dann kommt die Reaktion, die allergische. Ne? Okay. Ja, also das ist die Möglichkeit, hat man. Und dann ja, weiß man, woran man ist, kann das, kann gegenarbeiten. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Ja, das eine, was ich sagen wollte, ist, es gibt ja nicht nur die Allergien, die man kennt, also was weiß ich, Heuschnupfen und Nahrungsmittelallergien, sondern es gibt auch noch jede Menge Autoimmunkrankheiten. Ja, die sind auch so etwas, wo der Körper also körpereigene Zellen angreift, zum Beispiel bei Multiple Sklerose. Da werden Nervenzellen im Gehirn abgebaut, oder es gibt ja den Abbau der weißen Blutkörperchen, das nennt sich dann Leukämie. Das ist auch eine Autoimmunkrankheit. Das ist Blutkrebs. Leukämie? Ja, ich glaube, so nennt man das auch, genau. Ah. Und ja, etliche andere noch. Und die Ursache ist im Prinzip immer dieselbe, nur bei diesen schwereren Sachen wie Multiple Sklerose und so weiter, die ich genannt habe, andere Autoimmunkrankheiten, da gehe ich davon aus, dass in den meisten Fällen eine Schwermetallvergiftung die Ursache ist. Und der Körper versucht zu entgiften, schafft es nicht, weil die Belastung so hoch ist, dass er dadurch in den Mangel gerät. Und ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Kanal ein Video gemacht, wo ich sage, dass der Körper eben in den Mangel gerät, wenn er einfach nicht in der Lage ist, alles zu entgiften. Und die Folge ist es dann, wie gesagt, ne, dann kommt der Darm durcheinander, und weil die Mineralien fehlen, ja, wird er einfach schwach, das Immunsystem wird schwach, und damit ist im Prinzip, ist er für alles anfällig. Und das hängt dann wieder an von der Disposition, also von der Konstitution, beziehungsweise von den Anlagen, welche Krankheit ausbricht. Okay. Und was ich halt noch ergänzen wollte ist, um auf das Quecksilber zurückzukommen, weil es ging ja darum, um die Ursachen, die man beseitigen soll. Ne? Wenn man jetzt eine Quecksilbervergiftung hat, so wie das zum Beispiel bei mir der Fall ist. Also ich hatte früher auch mal Allergie und auch sogar bis zum Asthma hin. Und ich habe das aber schon während zwischen meinem 14. und ich sag mal 24. Lebensjahr habe ich das praktisch fast auf null reduzieren können. Habe ich also fast meine Allergie schon verloren. Mit? Mit, ich habe auf der Psyche gearbeitet. Ja. Wieso? Also da, ich habe jetzt. Das geht auch. Also es ist immer eine Zusammenarbeit aus Psyche. Ja. Ja. Sprich Stress. Ich habe halt den Stress reduzieren können. Ich habe damals studiert, war weg vom Elternhaus, war mehr mein eigener Herr und konnte damit mein Stresslevel reduzieren. Also Stress und Darm hängen zusammen. Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Der Stress, wenn du Stress hast, wird der Darm runtergefahren, weil sich der Körper dann die Energien drauf konzentriert, auf das Ziel, was zum Stress führt. Ne? Und wenn man den Stress reduziert, funktioniert der Darm besser, es kann ein Gleichgewicht entstehen und dann kommt man langsam wieder hoch. Also Stress muss man reduzieren. Darmcheck, genau. Und dann eventuell Prä- und Probiotika nehmen, um die entsprechenden Bakterien... Das dann schon im Rahmen der Darmsanierung. Korrekt, genau. Wo es aber gut ist, dass man weiß, welche im Ungleichgewicht sind. Das ist von Vorteil. Dann kann man die Mineralien auffüllen. Und dann muss man aber noch... Was auf die meisten ja zutrifft, wir haben ja praktisch alle Amalgama im Mund gehabt oder die Eltern, ne? Und das habe ich hier, glaube ich, noch nicht gesagt. Die Mutter kann bis zu 60%, wenn man die Stillzeit mit einrechnet, des Quecksilbers auf das Kind übertragen. Ja, also das wird weitergegeben. Und das ist das, was die Mutter macht. Ja. Und der Vater, wenn er eine Quecksilbervergiftung hatte, kann vererben an das Kind, dass das Quecksilber was Normales ist, und das heißt dann, dass das Kind eventuell gar nicht mehr das Quecksilber als Feind ansieht und das gar nicht erst ausleitet. Das heißt, es reichert sich an über die Jahre. Okay, das kann auch ein Auslöser sein. Und da sagst du jetzt, ist sozusagen die dritte oder die vierte, je nachdem, ob man die Probiotika und Darmsanierung in einem Segment, die auch eine Möglichkeit, sozusagen die Schwermetalle rauszuleiten mit Hilfe von Chlorella, Koriander und Co. Ja, und auch, man braucht dann halt einen Absorber, eben etwas, was im Darm die Gifte aufnimmt, sodass dieser Kreislauf nicht entsteht, weil normalerweise werden ja
die ganzen Körperflüssigkeiten, die der Körper abgibt, ja, wo dann die Gifte drin sind, ja, ne, die werden ja wieder rückaufgenommen. Rückvergiftung ist das. Ist es das? Ja, hast du schon mal gehört, so Rückvergiftung? Ja, so ungefähr. Hm. Also es geht gerade darum, dass der Darm ja in beide Richtungen geht. Das heißt, er nimmt nicht nur auf, sondern er gibt auch ab. Hm. Und er gibt und die Leber über die Galle auch. Hm. Und, aber es wird alles wieder rückresorbiert. Ja? Es wird alles kommt wieder aufgenommen im Körper. Genau, weil also alle Verdauungssäfte enthalten Vitamine und Mineralien für die Verdauung. Mhm. Das geben die Säfte erstmal ab. Mhm. Ne? Und die will der Körper logischerweise wieder zurückhaben. Aber damit nimmt er auch die Gifte wieder auf. Ah, okay. Und deswegen brauchst du was zum Binden? Korrekt. Ja, okay. Damit es nachher im Klo landet und nicht wieder im Blut. Okay, okay, um mal zum Ende zu finden. Allergien. Also wenn er Allergien hat, du würdest jetzt empfehlen, zum einen Darmcheck machen und das zu hören. Dann eventuell einen Darmcheck, wenn du siehst, okay, manche Bakterien sind nicht groß vorhanden, Probiotika oder entsprechende Bakterien zu sich nehmen. Korrekt. Dann hast du gesagt, Stress reduzieren. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Tipp. Und ja, das Letzte, was wir jetzt gesagt haben, war, was hast du gesagt? Quecksilber. Genau, also alles im Schwermetall wirklich sich damit mal informieren, mit diesen Entgiftungsprozessen und Correct. Das als Tipp für Allergien. Finde ich total interessant, auch vielleicht so als Leitfaden für diejenigen, die ja wahrscheinlich zu gedröhnt werden mit Informationen über Allergien. Also ich sehe das bei YouTube-Videos sehr, sehr häufig, so ein bisschen als rote Faden, dass man die drei Anhaltspunkte hat, woran man dran arbeiten kann. Und beim Stress, das ist glaube ich ohne Frage, dass du da nichts falsch machst, wenn du dein Stresslevel reduzierst. Und ja, und da würde ich es belassen und hoffe, dass man da einigen vielleicht helfen konnte oder Inspiration geben konnte. Und ja, würde mich da einfach mal bedanken, Joachim. Alles klar. Ja, tschüss. Tschüss.